Kim Landes, geboren 2. August 1989 in Augsburg, wohnhaft in Rosenheim, ledig Fotomodel. Am 9.01.2009 fuhr die Angeklagte zu einer 1900 Meter hochgelegenen Berghütte in den Berchtesgadener Alpen, wo sich bereits 4 Bekannte von ihr befanden. Die Gruppe wollte dort ein Abenteuerwochenende fernab der Zivilisation mit Kaminfeuer, ohne Strom und Telefon verbringen. In der Nacht zum 10.01.2009 wurde die Hütte jedoch von einer Schneelawine begraben, sodass alle Türen und Fenster blockiert waren und keiner mehr die Hütte verlassen konnte. Daraufhin geriet die Angeklagte in Panik und gab Moritz Stelter, der die Idee zu dem Abenteuertrip gehabt hatte, lautstark die Schuld für die missliche Lage. Am Abend gegen 21.30 Uhr kam es daraufhin zu einem lautstarken Streit. In dessen Verlauf schlug die Angeklagte mit den Fäusten auf den angetrunkenen Moritz Stelter ein und fügte ihm mit den Fingernägeln Kratzwunden zu. Moritz Stelter verlor durch einen Schlag das Gleichgewicht, rutschte auf einer am Boden liegenden Bierflasche aus und fiel rücklings mit dem Kopf auf einen Bierkasten. Dies hätte die Angeklagte voraussehen und vermeiden können. Moritz Stelter erlitt dadurch einen Genickbruch, woran er unmittelbar verstarb. Die Angeklagte wird somit der Körperverletzung mit Todesfolge beschuldigt, strafbar gemäß Paragraphen 223 Absatz 1. Frau Landes, die Anklage haben Sie gehört. Es steht Ihnen frei, ob Sie dazu was sagen wollen. Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, ich hoffe, dass Sie mir glauben, dass ich mit Moritz Tod absolut nichts zu tun habe. Sie sind echt meine letzte Hoffnung. Die wollen mir das anhängen. Bitte, Sie dürfen die nicht damit durchkommen lassen. Was meinen Sie mit die? Die wollen mir das anhängen? Ja, die ganze Clique halt. Tobias, Fabian und Luise. Einer von denen ist schuld, dass Moritz tot ist. Und jetzt brauchen sie einen Sündenbock und lügen, dass ich das war, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe. Vielleicht beginnen wir einfach mal damit, dass Sie uns mal schildern, wie sich das aus Ihrer Sicht alles zugetragen hat auf der Berghütte. Das ganze Wochenende war von Anfang an eine Katastrophe. Von Freitag auf Samstag ist unsere Hütte von einer Lawine verschüttet worden. Die Fenster, die Türen, alles war dicht mit Schnee. Wir saßen da ohne Strom, ohne Essen. Da habe ich echt eine Vollkrise gekriegt. Da hatte ich echt zum ersten Mal in meinem Leben richtig Angst, dass ich verhungern oder erfrieren muss. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und Moritz Stelter haben Sie die Schuld für Ihre Lage gegeben, ja, richtig? Ja, es war ja auch seine Schnapsidee gewesen. Völlig ohne Handys, ohne Strom und ohne Kontakt zur Außenwelt zu sein. Im Winter auf einer Berghütte. Hätte er sich bei den anderen mit dem Scheiß nicht durchgesetzt, dann wären wir auch nie in so eine bedrohliche Situation gekommen. Dann hätten wir nämlich Gleichhilfe rufen können und dann wäre auch nichts passiert. Und deshalb hatten Sie auch kurz vor seinem Tod einen heftigen Streit mit Moritz Stelter. Ja, aber ich habe ihn deswegen noch lange nicht umgebracht. Ich habe ihm nur gesagt, was für eine bescheuerte Idee das mit seinem Abenteuerwochenende war. Wann war denn dieser Streit genau? Samstagabend, so um 8 vielleicht. Also kurz bevor Sie ihn angegriffen haben. Ich habe ihn nicht angegriffen. Wir haben uns nur angekeift. Das war alles. Ich weiß nicht mal mehr genau, wer da was genau gesagt hat. Ich habe ihm nur meine Meinung gesagt und danach bin ich ins Bett gegangen. Sie wollen allen Ernstes behaupten, dass Sie in aller Ruhe schlafen gegangen sind, ja? Wer soll Ihnen das angesichts einer derartig aussichtslosen Situation glauben? Ich denke, Sie waren hungrig und verfroren. Da reagiert man ja wohl ein bisschen gereizter als sonst. Ich hatte keinen Bock mehr auf die ganze Kinderkacke von Moritz und den anderen. Außerdem haben die da unten irgendwelche komischen Spiele gespielt, die mir echt zu albern waren. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Keine Ahnung, ich war ja oben. Einer von den anderen muss Moritz geschubst haben. Weiß der Geier, was die da unten alles getrieben haben. Ich weiß nur, dass die dann irgendwann in mein Zimmer gekommen sind und mich gefesselt und geknebelt haben. Jetzt sagen Sie wieder die, wer war da alles dabei? Das waren Tobias und Fabian. Die haben mich einfach gepackt. Einer hat mir dann die Hände auf dem Rücken mit einer Wäscheleine zusammengebunden. Und einer die Füße. Da habe ich echt Todesängste ausgestanden. Ich wusste überhaupt nicht, warum die das machen oder was sie überhaupt von mir wollen. Ja, haben sie ja nicht gesagt, warum sie das tun? Nein, ich habe sie gefragt, aber sie haben mir keine Antwort gegeben. Ich habe dann um Hilfe geschrien. Dann haben die mir einfach ein Tuch um den Mund gebunden, damit ich ruhig bin. Und dann haben die mich einfach liegen lassen. Die Jungs haben sie gefesselt, weil sie Angst vor ihnen hatten. Weil sie nicht wussten, was sie als nächstes tun würden. Aber die hatten keinen Grund, Angst vor mir zu haben, weil ich nichts gemacht habe. Ich war in meinem Zimmer und habe geschlafen. Frau Staatsanwältin, schauen Sie sich doch mal meine Mandantin an. Da sind zwei Männer dabei. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass man vor ihr Angst haben sollte. Ihr wird eine Version in die Schuhe geschoben und deswegen musste sie da oben gefesselt liegen, damit das Ganze glaubwürdiger erscheint. Genau, die haben das alles gemacht, damit sie mir das anhängen können. Die kennen sich doch alle schon seit Jahren. Die haben sich abgesprochen, um mir das alles in die Schuhe zu schieben. Frau Landes, Sie haben Moritz Stelter nachweislich angegriffen. Sie hatten seine DNA-Spuren unter Ihren Fingernägeln. Und die Leiche hatte Kratzspuren an den Unterarmen und an den Händen. Jetzt geben Sie es doch endlich zu. Ihnen sind in dieser Extremsituation auf dieser verschütteten Hütte die Nerven durchgegangen. Nein, ich bin nach unserem Streit schlafen gegangen. Ach ja. Wirklich. Jetzt hören Sie doch endlich auf, meine Tochter so anzugehen.
Sie hat Schlimmes durchmachen müssen. Und außerdem wurde sie unschuldig misshandelt, gefesselt und geknebelt. Herr Landes, setzen Sie sich bitte wieder hin, ja? Verdursten lassen wollte sie auch noch meine Tochter. Nee. Wenn Svenja, meine andere Tochter, Kim nicht gesucht hätte und aus Sorge die Bergwacht gerufen hätte, dann wäre Kim wahrscheinlich jetzt auch noch tot. Ja, Herr Landes, ist mir klar, das bewegt Sie alles und es ist nicht so leicht für Sie ruhig zu bleiben, aber wir sind kein Debattierclub hier, klar? Entschuldigung. Ich kann nicht mehr. Mir wird das alles zu viel. Sie müssen sich auch gar nicht weit äußern. Sie haben ja eigentlich schon ziemlich viel gesagt. Ich bin mir ganz sicher, während Frau Landes da oben geschlafen hat, ist da unten zwischen den Jugendlichen irgendwas vorgefallen. Und das hat dann zum Tod von diesem Moritz Stelter geführt. Und das werden wir auch noch beweisen. Das verspreche ich Ihnen. Das wäre ja schön. Gut, dann können Sie sich neben Ihren Verteidiger setzen. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Tobias Stelter, bitte schön. Hören wir uns mal den Bruder des Opfers an. Papa, Mama, geht's soweit? Ja, mein Sohn, das geht schon. Ja, kommen Sie mal, vor, sind Sie die Eltern? Die Eltern von Tobias und Moritz? Ja, ist sicher nicht so einfach für Sie, aber jetzt muss ich mich mal mit Ihrem Sohn unterhalten. Ja, Tobias, ist nicht so einfach auch für Sie. Ihr Bruder ist ja zu Tode gekommen. Sie sollen jetzt hier als Zeuge aussagen. Als Zeuge müssen Sie vor Gericht die Wahrheit sagen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Rein vorsorglich belehre ich Sie. Sie waren ja auch mit auf der Hütte. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. 55 ja. StPO. Sie heißen Tobias Stelter, 18 Jahre alt. Sie wohnen in Rosenheim. Sie sind ledig. Sie sind Schüler in der letzten Klasse Gymnasium. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Mit der? Die Wahnsinnige hat meinen Bruder umgebracht. Mit der möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das habe ich nicht und das weißt du ganz genau. Hätten wir sie bloß nicht in die Hütte gelassen, dann wäre Moritz jetzt noch am Leben. Stell dir, fangen wir mal ganz anders an. Klären wir vielleicht zunächst mal, wie es überhaupt zu diesem Ausflug in die Hütte kam und woher sie alle sich überhaupt kannten. Wir kennen uns alle von der Schule. Wir waren vor 3 Jahren mal gemeinsam auf einer Skifreizeit. Und seitdem hat Moritz jährlich so ein Wochenende im Schnee organisiert. Sie sagen Sie, wer war da alles auf der Freizeit? Das waren Fabian, Luise und Moritz und ich. Ja. Und wieso hatten Sie auf dieser Berghütte da weder Strom noch Telefone dabei? Das war Moritz' Idee. Der wollte immer ein bisschen Action mit reinbringen und ein bisschen Abenteuer-Feeling. Ja. Und die Angeklagte, wie ist die dann zu diesem Hüttenwochenende dazu gestoßen? Ja, sie stand am Freitagabend einfach vor der Tür. Wir konnten uns das auch nicht erklären. Keiner hat sie so wirklich eingeladen gehabt. Und ja, Moritz hat dann gemeint, naja, es ist halt auch kalt draußen und dunkel. Und dann wollen wir sie dann nicht mehr heimschicken. Und außerdem gehört ihr im Vater die Hütte. In welcher Beziehung stand denn Ihr Bruder Moritz zur Angeklagten? Ach, die beiden, da war nichts zwischen den beiden. Der Moritz hat die Kim vor ein paar Monaten mein Friseur kennengelernt und seitdem ein paar Mal mitgeschleppt. Aber Moritz hat sich nur geschmeichelt gefühlt, dass er ein Model kennt. Aber aus den beiden wäre nie wirklich was geworden. Dafür ist die viel zu zickig und affektiert. Was du nicht sagst. Moritz wollte mich von vornherein gerne bei dem Wochenende mit dabei haben. Er hat mir erklärt, dass ich wenn danach kommen soll. Und zwar euretwegen, weil ihr mich nicht dabei haben wolltet. Das hat er mir doch selber noch gesagt. Ja, dass er total froh ist, dass wir gesagt haben, dass du nicht mitkommen sollst, weil ihm selber schon klar war, dass du eine Zicke bist, die nicht mal 5 Minuten ohne ihr Handy auskommt. Das ist überhaupt nicht wahr! Ja, und ob? Ja, und sie stand halt total auf meinem Bruder und wahrscheinlich wollte sie nur mitkommen und uns beweisen, was für eine tolle Abenteuerbraut sie denn auch sein kann. Und das ist dann mal gründlich schiefgelaufen. Und nur wegen ihr ist mein Bruder jetzt auch tot. Na, jetzt bleiben wir mal ein bisschen sachlich. Wie hat sich denn dieser Hüttenaufenthalt dann abgespielt? Ja, wir kamen da am Freitagabend an und am Anfang war alles noch ganz nett und wir haben ein bisschen was getrunken und gespielt und abends ist auch recht spät geworden und dann, tja, morgens bin ich dann aufgewacht und alles hat gebebt und gedonnert um mich rum und dann ist diese Schneelawine über unsere Hütte drüber und dann waren wir in diesem Schnee und Eis gefangen und wir haben uns dann am Anfang noch versucht, gegen die Fensterläden zu werfen und gegen die Tür und gegen die Schutztür, die vor der Tür ist. Aber da ging nichts mehr, wir waren da absolut gefangen drin. Ja, da muss man richtig von Glück reden, dass die Hütte überhaupt dem ganzen Druck standgehalten hat. Aber auch für Sie alle da in der Hütte war das sicherlich eine sehr, sehr belastende Situation. Ja klar, ich meine, wir waren komplett abgestimmt von der Außenwelt. Wir hatten keine Handys, kein Computer dabei, gar nichts. Wir konnten ja nicht mehr Hilfe holen. Ja, und dann wurde uns allen schon langsam kalt und dann haben wir sogar angefangen, das ganze Mobiliar schon noch zu verheizen. Und das hat auch nicht wirklich funktioniert, weil der ganze Kamin ja auch voller Schnee war und dann stand immer so ein bisschen Rauch in der Hütte drin. Ja, und dann dunkel war es, weil der ganze Schnee vor dem Fenster war und Kerzen haben wir auch nicht mehr viele gehabt. Und das war echt eine belastende Situation. Na, da kochen die Emotionen natürlich schon ein bisschen schneller hoch als sonst, oder?
Ja, aber wir haben alle versucht, ruhig zu bleiben. Bis auf Kim, die ist total ausgeflippt, ist total hysterisch geworden. So ein Blödsinn! Ihr habt euch alle einen angesoffen und ich war ja wohl die Einzige, die versucht hat, nachzudenken. So sah es ja wohl aus. Das Einzige, was die am Vorabend noch in die Hütte gebracht haben, waren Chips und Alkohol. Das ganze normale Essen war noch im Auto. Das wäre wohl besser gewesen, wenn du auch irgendwas getrunken hättest. Dann wärst du vielleicht ein bisschen erträglicher gewesen. Ich mag aber keinen Alkohol. Außerdem komme ich auch nicht an mein Asthmaspray für Notfälle ran, weil das auch noch im Auto lag. Da bin ich natürlich bei dem blöden Qualm, der in der Hütte stand, ein bisschen nervös geworden. Ein bisschen nervös ist gut. Du bist total hysterisch geworden, bist total ausgeflippt. Dann hast du dich so dermaßen mit Moritz gezopft, bis es eskaliert ist und du ihn dann umgebracht hast. Mhm. Jetzt erzählen Sie das doch mal genauer. Wie kam es denn dann zu dieser Eskalation zwischen Ihrem Bruder und der... Das fing ja am Nachmittag schon an. Wir haben dieses Spiel gemacht, Persönlichkeiten raten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber da bekommt jeder Mitspieler so einen Zettel aufs Hirn gebappt, wo irgend so ein Name von einer berühmten Persönlichkeit draufsteht. Und man selber sieht den Zettel nicht und muss dann durch Fragen rausfinden, wer man ist. Ja, ich kenne das Spiel. Ja, Kim war die absolute Niete. Die hat nichts gewusst. Keine einzige Person. Die hat noch nicht mal gewusst, wer Gandhi war. Ja, und damit hat sie Moritz natürlich dann ein bisschen aufgezogen. Und Madame war dann natürlich beleidigt. Dann ist die Laune von Kim immer schlechter geworden. Und ja, ich glaube, sie hat auch gemerkt, dass wir sie auch nicht wirklich dabei haben wollten. Und ja, dann hat sie irgendwann angefangen, total panisch uns zu erzählen, was passiert, wenn wir nicht rechtzeitig gefunden werden. Und das war in der Situation natürlich auch nicht gerade gut für uns. Und da hat Moritz dann irgendwann ein Machtwort gesprochen. Inwiefern? Moritz wollte ja einfach nur deutlich machen, dass es nichts bringt, alles so schwarz zu sehen. Ja, und sie hat dann immer noch nicht aufgehört. Und dann ist Moritz, hat sie dann angeschrien, dass sie endlich ihre dumme Schnauze halten soll. Und dann ist sie auf ihn gestürzt, wie so eine Furie. Und hat ihn gekratzt und gehauen. Das müssen wir jetzt allerdings genauer wissen. Was ist dann genau im Einzelnen passiert? Ja, erst hatten die beiden so eine Art Handgemenge. Ja, und Kim hat sich auf ihn gestürzt und hat ihn gekratzt und dann ist Moritz ist los und dann hat geschrien, dass sie eine verwöhnte, verweichlichte, dumme Barbiepuppe ist, die nichts in der Birne hat. Ja, und dann hat sie ihn geschubst und er ist ausgerutscht auf der Bierflasche, die auf dem Boden lag und ist dann rückwärts mit dem Genick da auf den Bierkasten geknallt. Und dann hat er sich einfach nicht mehr bewegt. Und wir dachten erst noch, er macht nur Spaß. War aber kein Spaß, wie sich aus dem Obduktionsbericht ergibt. Hier steht, Todesursache war Aussetzen des Atemzentrums infolge einer Fraktur des ersten Halswirbels und der damit einhergehenden Ruptur des verlängerten Rückenmarks. Ja, Frau Anstalter, ich merke die ganze Zeit, wie sehr Sie das bewegt. Wenn es Ihnen zu viel wird, können Sie nach jeder Zeit auch rausgehen und draußen auf Ihren Sohn warten. Danke, Herr Richter. Aber wir würden gerne wissen, wer unseren Sohn auf dem Gewissen hat. Herr Stelter, bitte glauben Sie mir, ich war das nicht. Ich gebe ja zu, dass ich Streit mit Moritz hatte und ihn gekratzt habe. Aber ich bin danach hoch in mein Zimmer und da war Moritz noch quietschlebendig. War nicht. Ihr Bruder war quietschlebendig, als meine Mandantin oben ins Bett gegangen ist. Ne? Er ist nämlich erst viel später auf den Bierkasten geprallt. Das stimmt nicht. Doch, ihr wollt mir die Tat ganz hinterhältig in die Schuhe schieben. Kim, einer von euch war's. Hör doch auf, Kim, wir haben dich doch alle gesehen. Wir wissen doch ganz genau, dass es du warst. Ihr lügt, alle. Papa, jetzt hilf mir doch. Kim, Schätzchen, versuch ruhig zu bleiben. Es wird sich bestimmt alles klären lassen. Ich weiß, dass du unschuldig bist. Das bin ich auch, Papa. Das bist du nicht. Warum lügst du so? Hast du Moritz vielleicht selbst geschubst? Was? Du hattest doch einen riesen Hals auf Moritz wegen eures blöden Meistersklavenspiels. So ein Schwachsinn. Stelter, erklären Sie uns doch mal bitte dieses Spiel, wo der eine den Sklaven spielen musste. Was ist denn da genau passiert? Wie waren die Regeln? Das war doch total harmlos. Na, aber jetzt bin ich schon auch neugierig geworden. Was war denn das für ein Meister- und Sklave-Spiel? Ach, das... Wir haben am Abend vorher so eine Wette ausgemacht und zwischen Moritz und mir. Und der verliert, der musste den anderen am nächsten Tag 24 Stunden lang bedienen und quasi den Lakaien machen und ihm... Alkohol kredenzen und ein bisschen was zu essen bringen. Aber ich meine, das hat sich ja sowieso fast erledigt, nachdem wir ja das meiste Essen ja noch im Auto hatten. Wir hatten nur die Chips da. Und da war nichts dabei, das war alles total albern. Moritz hat natürlich seine Rolle als Meister genossen, aber das war, wie gesagt, alles total harmlos. Von wegen! Du hast doch ganz schnell gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel gehabt. Moritz hat seine Rolle als Meister total ausgenutzt und Tobias vor allem gedemütigt. Jetzt laber doch nicht so einen Müll, das war alles harmlos. Meine Mandantin hat ja zum Glück von diesem Nachmittag auch mit ihrer Digitalkamera ein Video gedreht, auf dem man mal sehen kann, wie wirklich spaßig sie das die ganze Zeit gefunden haben. Und ich beantrage hiermit, dass wir das vorliegende Band mal abspielen. Ja, gut, ich halte es auch für sinnvoll, hier irgendwelche Einwände. Es geht folgender Beschluss. Der Inhalt des Videos wird in Augenschein genommen, doch abspielen. Los, komm, Essen holen.
Und jetzt geht's ein bisschen zügiger. Ja, ist ja gut. Komm, hol dem Meister schön sein Essen. Sind nur noch drei da, dann ist alle. Ja, wie jetzt sind nur noch drei da? Bring dem Meister schön sein Abendessen. Wie ein räudiger Köter. Los auf die Knie. Jetzt langt's dann irgendwann, Moritz. Wie langt's jetzt einmal? Wer schuld denn er schuld, mein Lieber? Das hast du selber vor dem Spiel gesagt. Jetzt los auf die Knie. Das war's das mit den Chips für dich heute, okay? Und schade, dass du auch nicht noch mit dem Schwanz wedeln kannst. Tja, Herr Stelter. Ziemliches Paradebeispiel dafür, ne? Wie schnell aus so einem Spiel dann mal mit dem Gelächter von den anderen dann ernst wird. Ne? Das war alles doch total harmlos. Ja, ganz so harmlos sah mir das nicht aus, wie Ihr Bruder da mit Ihnen umging. Schon ja. Eher ziemlich ernst. Moritz hat schon ein bisschen übertrieben, aber ich hab's ja gewusst, wie er es meint. Und es kommt echt ein bisschen mies hier drüber auf diesem Video. Laut Anzeige wurde dieses Video so gegen 16 Uhr am Nachmittag gedreht. Ne? Da waren Sie ja schon ziemlich wütend. Das Ganze ging schon ziemlich weit von den Demütigungen her bis in den Abend hinein. Da hat Ihr Bruder noch sicherlich einiges draufgepackt. Ne? Hat Sie bis auf die Knochen blamiert. Und dann sind Sie auf ihn los. Dann haben Sie ihn geschubst. Und der Schubser, der endete tödlich. Nein, das habe ich nicht. Ach, Moritz ist ja auch um 9:30 gestorben. Und das Spiel war um 8 Uhr abends zu Ende. Wieso? Genau um 8 Uhr? Ja, weil die Wette 24 Stunden lief. Und von Freitagabends 8 bis Samstagabend um 8. Und dann haben Sie das mal so ganz schnell einfach die ganzen Demütigungen vergessen in dieser extremen Situation, nicht? Eine lawinenverschüttete Hütte, da schaut sich doch ziemlich was auf, oder nicht? Mann, das war alles harmlos. Fragen Sie doch Fabian oder Luise. Und ich war nicht sauer auf Moritz. Wie ging es denn dann weiter, nachdem Sie leider feststellen mussten, dass Ihr Bruder tot war? Ich war fix und fertig. Tja, so fix und fertig, dass Sie immerhin in der Lage waren, meine Mandantin zu fesseln und zu knebeln? So schlecht scheint es um Sie ja gar nicht bestanden gewesen zu sein. Ne? Das mussten wir doch. Wir hatten noch Angst um uns selber, dass die auf uns auch noch losgeht. Ja. Von wegen? Ihr habt mich wie den letzten Dreck behandelt. Quatsch, wir mussten dich doch fesseln. Wer weiß denn, was du in deinem Wahn da noch alles auf uns losgehst und was du uns so antust. Ja, und als ich dir das Schmelzwasser zum Trinken geben wollte, hast du mich auch das alles wieder ins Gesicht gespuckt. Ja, natürlich habe ich nichts davon getrunken. Ich musste Angst haben, dass ihr mich vergiftet, nachdem ihr mich schon grundlos mitten in der Nacht gefesselt und geknebelt habt. Wie kam es denn dann dazu, dass die Bergwacht die Leiche ihres Bruders draußen vor dem Badezimmerfenster im Schnee, im Eis gefunden hat? Ja, das haben Fabian und Lise erledigt. Ich war total fertig. Die beiden haben mich dann erstmal in die Küche verfrachtet. Und ja, Fabian hat dann irgendwann gemeint, dass man die Leiche nicht so einfach da liegen lassen kann. Und ja, dann haben sie halt im Badezimmerfenster die Leiche von Moritz rausgelegt. Und ich war in der Küche und ich war total am Ende. Hat noch jemand Fragen an den Zeugen? Keine Frage. Herr Stelter, dann dürfen Sie den Platz nehmen. Dankeschön, Sie bleiben unvereidigt. Ja. Wenn wir mal mit der Schwester der Angeklagten, Svenja Landes, bitte. Frau Landes, guten Tag, nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Svenja Landes, 22 Jahre alt. Sie wohnen in München, Sie sind ledig. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Assistentin in einer Modelagentur. Dadurch ist Kim ja auch als Model entdeckt worden. Ich habe mich kräftig für Sie ins Zeug gelegt, weil ich wusste, dass sie das Zeug dazu hat. Frau Landes, Sie sind die Schwester der Angeklagten und als Schwester haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen gar nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Wollen Sie aussagen? Ich möchte auf jeden Fall aussagen. Ja, und Sie wissen natürlich, worum es heute hier geht. Ihre Schwester war ja am Abend des 10. Januar 2009 auf der Berghütte ihrer Eltern, die dann von einer Lawine verschüttet wurde, diese Hütte. Ihre Schwester soll dann den Moritz Stelter für die ganze Situation verantwortlich gemacht haben. Es soll dann zu einer Eskalation zwischen den beiden gekommen sein. Im Rahmen der Eskalation soll ihre Schwester den Moritz geschlagen haben. Und zwar so, dass der das Gleichgewicht verlor, auf einer Bierflasche ausrutschte, gegen den Bierkasten prallte. Letzten Endes ist es so jedenfalls zu Tode gekommen. Kim war das nicht. Als ich sie in der Hütte gefunden habe, wusste sie noch nicht einmal, dass Moritz tot ist. Dazu kommen wir gleich noch. Vielleicht schildern Sie uns jetzt mal erstmal, wie kam es dazu, dass Sie dann dabei waren, als die Bergwacht dann die ganze Clique da oben befreit hat? Ja, ich habe die Bergwacht alarmiert. Ich habe meine Schwester gesucht. Und als ich auf dem Weg zur Berghütte war, habe ich gesehen, dass eine Lawine runtergegangen war. Weil die Hütte von unseren Eltern nicht mehr zu sehen war, sondern an der Stelle nur Schnee lag. Ja, jetzt mal der Reihe nach, wieso haben Sie denn Ihre Schwester überhaupt gesucht an dem Tag? Ja, ich hatte einen wichtigen Modelauftrag für Sie. Ich habe über meinen Job ein Shooting bei einer Werbefilmproduktion für Sie an Land gezogen. Und die haben dringend auf Ihre Zusage gewartet. Jedenfalls habe ich schon länger nicht mehr mit ihr gesprochen und den ganzen Freitag und Samstag vergeblich, Kim telefonisch zu erreichen. Und am Sonntagvormittag habe ich sie dann gesucht.
Und woher wussten Sie, dass Ihre Schwester zu der Hütte gefahren war? Ich bin zu unserem Elternhaus nach Rosenheim gefahren. Und da habe ich gesehen, dass Kim einen Zettel auf dem Küchentisch hinterlassen hat, dass sie zur Hütte ist und den Zweitschlüssel genommen hat. Ja, dann bin ich gleich hingefahren. Die Hütte ist von Rosenheim ja nur eine Autostunde entfernt. Ja, zum Glück. Sonst hätte man mich wahrscheinlich auch nicht mehr lebend in der Hütte gefunden. Ja, und auf der Fahrt ist es dann immer zugeschneiter geworden. Und als ich angekommen bin, lag die ganze Hütte unter einer dicken Schneelawine begraben. Ich habe dann natürlich sofort reagiert und mit meinem Handy die Bergwacht alarmiert. Ich habe dann auf die gewartet und ich habe früher auch mal so einen Rettungskurs gemacht. Deswegen habe ich gleich mitgeholfen. Und nach einer Stunde konnten wir die anderen dann befreien. Als Sie da mit den Rettungsmannschaften der Bergwacht die Hütte betreten haben, was hat sich da dann gleich abgespielt? Es war so grausam. Tobias, Fabian und Luise standen total fertig vor dem Fenster, das wir zuerst ausgegraben haben. Die waren total am Heulen und haben auch gleich erzählt, dass Moritz tot ist. Ich konnte es gar nicht glauben. Und als ich dann nach Kim gefragt habe, haben die nur zum Zimmer hochgezeigt. Da habe ich sie dann gefunden. Frau Landes, das ist eine ganz wichtige Situation. Können Sie bitte noch mal schildern, in welchem Zustand Ihre Schwester in dem Moment war, als Sie sie gefunden haben? Ja, es sah schrecklich aus. Kim lag wimmernd wie ein Tier am Boden. Sie war an Händen und Füßen gefesselt. Und sie war total zerschunden und konnte kaum sprechen. Ich habe ihr dann erst mal diesen widerlichen Knebel aus dem Mund genommen. Und hat Ihre Schwester sich dann irgendwie geäußert? Ja, natürlich. Das werde ich nie vergessen. Sie hat nur gemeint, ja, die anderen sind einfach auf sie losgegangen, ohne Grund. Und sie wüsste überhaupt nicht, warum. Und ich habe ihr dann erst erzählt, dass Moritz tot ist und dass es wahrscheinlich damit zu tun hat. Und wie hat sie da reagiert? Sie war total fertig. Sie hat nur noch geweint und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Wir haben sie erst mal rausgebracht und ins Krankenhaus gefahren. Die Nachricht von Moritz tot hat ihr echt den Rest gegeben. Daran habe ich so meine Zweifel, Frau Landes, wenn Sie Ihre Schwester damals nicht falsch eingeschätzt haben. Hallo? Ich war total am Ende. Ich bin total zusammengeklappt, als wenn ihr mir das erzählt habt. Frau Landes, ich würde Ihnen durchaus zutrauen, dass Sie Ihre Überraschungen vorgetäuscht haben. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Sie trauen mir einiges an Talent zu. Ja, vor allem traue ich Ihnen Ambitionen zu, oder? Ich meine, Sie haben doch als Model auch Schauspielunterricht genommen, wie ich während meiner Ermittlungen erfahren habe. Sie trauen mir einiges an Talent zu. Das ist doch absurd. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch, als wenn ihr mir das erzählt habt. Ich bin fast durchgedreht. Ja, dann beruhigen Sie sich wenigstens jetzt wieder. Ja, das stimmt. Kim hat überhaupt nichts damit zu tun. Wenn Sie sie gesehen hätten, ja, wie sie zusammengebrochen ist, dann hätten Sie nicht gesagt, dass sie nur gespielt hätte. Und außerdem kenne ich meine Schwester gut genug. Ich kann nur sagen, dass die Zeugenaussagen eindeutig sind. Auch alle Spuren weisen unmissverständlich auf Ihre Schwester als die Täterin hin. Ihre Zeugen lügen doch. Kim ist definitiv unschuldig. Das sehe ich genauso, Frau Kollegin. Und die Schilderung von Svenja Landes, die klingt doch sehr glaubwürdig. Als Schwester kann sie ja wohl meine Mandantin am besten einschätzen. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass als meine Mandantin oben geschlafen hat, da unten irgendwas vorgefallen ist. Und das hat dann zum Tod von Herrn Stelter geführt. Oder, Tobias? Was war da wirklich damals? Also wenn dem so wäre, Herr Kollege, dann frage ich mich unter anderem, weshalb Kim Landes von diesem ganzen Tumult nichts mitbekommen hat, als Herr Stelter auf diesen Bierkasten geknallt ist. Die Hütte ist viel zu klein, um das nicht mitzubekommen. Ich habe da schon geschlafen. Und zwar mit Ohrstöpseln. Die habe ich mir nämlich extra eingepackt. Denn man weiß ja nie bei so vielen Leuten unter einem Dach. Ja, da hören Sie, es klingt doch völlig nachvollziehbar. Kim hat nichts damit zu tun. Noch Fragen? Keine Fragen. Keine weiteren. Dankeschön. Da dürfen Sie Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Dann machen wir weiter mit Fabian Funke, bitte.